So. Forschungspunkte. Trainieren. Weil wichtig. Und Spielebewertung, weil interessant. Hatte ich vorhin gesagt, es wird eine 8er Bewertung? Ah, okay. Ungefähr eine 8er Bewertung lag ich ja eigentlich ganz gut. Ich dachte, bei der 7 Grad schon, war vielleicht doch nicht so schön. Aber gut, ich meine, es ist ein Spiel. Was war das nochmal für ein Thema? Transport, ja, stimmt. Wir werden ja sehen beim Spielebericht, wie das war. Jetzt müssen wir ja erstmal unsere Mitarbeiter ein bisschen hochpushen. Weil das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Und das haben sie nötig, glaube ich. Game Release Details and Sales Analyzer for Transport are now available in InfoStats Mod. During sales you can also click on the game sales card to open a detailed view on the game. Aha. Greppel, Grimmack, PC, Microsoft. Aha, ist alles interessant. Star Games 7888. Ja, wir sehen die Bewertungen, Details, Game Quality 1.2, Overall Calculated Game Quality Max 1.4. Ah, das ist das Q. Das heißt, umso höher unser Q, umso besser. Auch unser IQ, das wäre quasi der intelligente, die Intelligenzqualität. Engine-Spezifikationen. Das ist zum Glück nicht abgeschnitten da unten. Und ich kann zum Glück nicht runterscrollen. Sales. Ja, man kann hier ganz schön viele Sachen einschauen. Wunderbar. AI Debugger. Debugger Online. Oh, ich finde es echt bewundernswert, wie viel Mühe sich dieser Mitarbeiter gemacht hat, dass er echt für jede Taste nochmal extra die Shift-Taste gedrückt hat. Er muss seine das wirklich sehr ernst meinen. Es ist... Man muss ihm echt Bewunderung zollen, dass er sich wirklich diese Mühe macht. Es unterstreicht und bekräftigt sein Argument extrem. Branchen-News, yay, Musikalbum, interessante Benachrichtigungen. Projekt starten, weil wir brauchen hier mal ein bisschen Dinger und so. AI-Debugger. Warum können wir den nochmal erforschen? Ich hoffe, das ist nicht sowas, was man jedes Mal machen muss. Weil bei der Spielemesse zum Beispiel, bin ich darauf schon mal eingegangen, es ist schön und gut, einen Stand bei der alljährlichen Spielemesse zu haben, aber um unsere Projekte vorzustellen, aber mit unserer großen Fangemeinde sollten wir eine eigene Spielemesse in Erwägung ziehen. Wunderbar, klingt voll toll, allerdings ist es so, dass man jedes Jahr neu erforschen muss. Diese 500 dauern zwar nicht so lange wie es die 10.000, aber das ersetzt dann auch die G3 und weiß nicht, ob man da wirklich so viele Zuschauer mehr hat oder einen besseren Hype und so, bringt es eigentlich nicht so wirklich. Wir werden es auf jeden Fall mal machen, aber wie gesagt, ist eher unnötig. Wir machen jetzt aber die Möglichkeiten des Internets. 500 dauert nicht so lang bei 3 Millionen Budget. Das Internet wird unser Leben für immer verändern. Dieses Projekt wird untersuchen, welche Möglichkeiten uns das Internet bietet, bessere Spiele zu entwickeln und ein besseres Spielerlebnis zu bieten. Die Fertigstellung des Projekts sollte uns neue Forschungsoptionen freischalten. Das machen wir mal, weil das wird einige Vorteile uns bieten. Ja, Alter, ist ja gut. Die wir dann später nochmal sehen können. Ihr trainiert auch. Du trainierst Dinge, Game Design. Ah, guck mal. Boost beim Trainieren, das wird man gleich sehen. Hatten wir bestimmt auch schon mal gezeigt, oder dass es dann hier nochmal in die Höhe geht. Es sei denn, dass die Trainingseinheit ist dann sofort vorbei. Gleich demnächst, weil hier, guck mal, plus 18, sobald der Boost aktiviert ist. Das ist so, da kann man so viele Forschungspunkte und Geld sparen. Das ist echt enorm. Oh, apropos, Forschungspunkte sparen. Tja, dann darfst du den Spielebericht machen. Und du musst einfach mal warten. Kann ich hier aktivieren? Ja, gut. Und was ich mal ganz kurz deaktivieren will. Release Details available. Das weiß ich ja, wenn das Spiel veröffentlicht worden ist. Ja, wir warten jetzt einfach mal. Hier Boost.
Ja, bringt Sau. Oh, hier, 13. 17. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Du sollst aber nicht zum Techniker werden, ne? Nicht vergessen. Du bist immer noch ein Designer. Wie viel kostet das hier nochmal? 30, ja, okay. Jetzt haben wir ja wieder ein paar Leute da, dann können wir noch ein paar Auftragsarbeiten machen. Kennt man ja von uns. Damit wir Forschungspunkte kriegen, weil hier kriegen wir im Moment ja nicht nochmal extra was dazu. Transportsimulation, großartig, okay. Und dann nur so wenig Punkte. KI, sehr wichtig. Simulation, Krimi, großartig, okay. Warum waren wir dann so schlecht von der Bewertung her? Auftrag erfolgreich abgeschlossen. Eine Webseite. Weiß nicht, was war das? Optimieren, programmieren, analysieren, kommentieren, favorisieren, Daumen hoch. Laborbericht. Nach ausgiebigen Untersuchungen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das Internet eine Riesenpotenzialität für diese Spielebranche bereithält. Nein, wirklich? Und das sagst du 2006? Alter, damals gab es schon YouTube. Oder? Doch, 2005 war, ja, 2005 war YouTube gegründet worden. Wir haben schon kleinere Anzeichen dafür gesehen, wie erfolgreich Mehrspieler-Games sein können. Aber Mehrspieler ist normalerweise nur ein zusätzliches Feature und nicht der Hauptfokus eines Spiels. Wir glauben, wir könnten neue Technologien entwickeln, um ein Massively Multiplayer Online-Spiel, kurz MMO, zu entwickeln. Ein Spiel, in dem zehntausende Spieler miteinander interagieren können. Um ein solches MMO zu entwickeln, ist allerdings noch mehr Forschung nötig. Die zweite Entdeckung ist, dass wir eine Online-Vertriebsplattform entwickeln könnten, auf der Spieler statt Spiele im Laden vor Ort zu kaufen, sie direkt von unserem Server herunterladen könnten. Das würde einige Mittelsmänner ausschließen und wir könnten einen Großteil des Markts und zusätzliches Einkommen zur Finanzierung unserer Entwicklungen gewinnen. Neue Forschungsoptionen verfügbar, Codename Grid und MMO. Wunderbar, wunderbar, werden wir uns gleich mal anschauen. Allerdings machen wir erst noch hier ein paar Auftragsarbeiten fertig, dass wir dann noch ein bisschen forschen können mit den erworbenen Forschungspunkten, weil trainieren lohnt sich im Moment nicht mehr so, weil der... Oh. Probieren wir es mal. Können Sie vielleicht, selbst wenn wir es nicht schaffen, 4 Wochen lang durcharbeiten, was wiederum Forschungspunkte gibt. Das Geld ist mir eigentlich relativ egal, wir haben es nicht nötig. Jedenfalls nicht deswegen. Oh, hey, der 2GS, der wurde schon vor 5 Jahren angekündigt. Noch bevor der Vorgänger angekündigt worden ist. Das ist ja auch eine super Idee. Aber ich glaube, wir scheinen das ganz gut hinzukriegen hier. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich freue mich. Für Fans der M-Box hat das lange Warten auf ein Update der Konsole bald ein Ende. Warte, wir sind 15. Februar 2006. Hä? Monat 1 ist also der Februar. Woche 3 ist der 15. Ich glaube, das passt hier irgendwie auch nicht so wirklich. Für Fans der M-Box hat das lange Warten da auf ein Update der Konsole bald ein Ende. Microsoft hat angekündigt, dass die M-Box One im Laufe des Jahres erhältlich sein wird. Die neue Konsole wird das universelle Entertainment-Plattform angeboten, er verfügt über Sprachsteuerung und eine ständig filmende Kamera für Gestensteuerung. Eine Kamera, die immer an ist, ist nicht die einzige umstrittene Eigenschaft, da die Konsole außerdem mindestens einmal am Tag mit dem Internet verbunden sein muss, um richtig zu funktionieren. Außerdem unterstützt sie keine älteren Xbox-Spieler und hat Einschränkungen beim Verleih oder Weiterverkauf und Spielen. Ja, ich glaube, ich muss dazu nichts mehr sagen, wir kennen alle das Gewäsch. Microsoft will ganz klar den Status Quo verbessern und eine Konsole einer neuen Zukunft des Spielens liefern, aber wir sind nicht sicher, ob die Spiele Microsofts Vision teilen werden. Die Version werden sie mit Sicherheit teilen, spätestens auf Facebook oder WhatsApp, ist ja eigentlich das gleiche. Auftragsarbeit, hey! Hat jemand einen Auftrag für uns? Wir sind käuflich, kostet nur 19 Milliarden. Warum sagen manche eigentlich 16 Milliarden und manche 19 Milliarden? Was stimmt denn jetzt bei dem Kauf von WhatsApp, von Facebook? Vielleicht ja umgerechnet 19 Milliarden Dollar, aber 19 Milliarden Euro. Ich kenne den Kurs jetzt nicht auswendig, aber es ist auf jeden Fall nicht 1 zu 1, das weiß ich. Aber ich meine, 3 Milliarden ist ja schon ein kleiner Unterschied. Transport, ja, wunderbar. Und Transport heißt es ja eigentlich.
Kurz nachdem Microsoft seinen Beitrag in der kommenden Konsolengeneration bekannt gab, hat Fonny seine lange erwartete Konsole, die PlayStation 4, angekündigt im Laufe des Jahres. Die Konsole scheint alles zu können, was die PlayStation 3 auch kann, nur besser. Allerdings als die Xbox One muss die Anders als die Xbox One muss die PlayStation 4 nicht ständig online sein und scheint auch sonst mehr auf die Spiele einzugehen. Wir denken, dass es kaum ein Risiko gibt, dass Fonny-Fans enttäuscht sein werden. Aber wir werden sehen, wie gut sich die neue Konsole gegen ihre Konkurrenten behaupten wird. Was ich auch mal sagen muss bei der PlayStation 4, ne? Die hat ja diesen einen... Wie heißt das? Diesen Playroom, oder wie das heißt, habe ich ja mal gesehen in einem Video von Leuten auf der Gamescom, die das gezeigt haben und demonstriert haben, wo man da so Sachen zeichnen kann und die dann, mit denen man dann halt spielen kann, die dann irgendwie umgerechnet werden und konvertiert und dann hat man das Objekt. Wenn man einen Würfel zeichnet, dass man auf einmal einen Würfel hat in der Konsole drin, auf dem Bildschirm quasi und den dann rumschubsen kann und so mit Gesten und so. Das ist nämlich richtig geil. Und das auch noch mit der Oculus Rift oder so. Alter. Generell, alle Game Devs, da kommen in der Oculus Rift, krass. Da läuft man hier so rum und gibt seinen Mitarbeitern Black Bull, damit sie effizient bleiben und kann sie feuern und zusammenscheißen und die Praktikanten Kaffee holen, schicken und so. Boah, wäre das krass. Was im Übrigen auch krass ist, ist eine Aufnahmepause, die ich jetzt einlegen werde. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Ich werde mich jetzt selbst in den Urlaub schicken, wünsche euch eine gute Nacht und esst was Schönes. Holt mir noch zum Beispiel einen Kaffee und vielleicht ein Brötchen vom Bäcker und aus dem Automaten da hinten. Hier, na, dann könnt ihr hier mir so eine Packung M&M's mitbringen. Eine Soda vielleicht auch oder vielleicht eher eine Flasche Orangensaft, das schmeckt besser. Also, bis dann. Leute. Ich will die Aufnahme beenden. Lass mich nach Hause gehen. Ich bin eingesperrt. Ich bin ein Sklave des Kapitalismus. Alter, ich bin kein chinesisches Kind. Lass mich raus. Ich will zu meiner Mami.